Man solle ihn ruhig bremsen, wenn er über das Ziel hinausschieße, rät das Pflegepersonal. Er könne damit umgehen und sei hart im Nehmen. Ein schräger Typ, ein Original. Manchmal etwas anstrengend, das sage er auch von sich selbst. Der Mann wartet in seinem Zimmer an einem kleinen Tisch, der vor Papieren, Briefen und Fotoalben überquillt. Er hält ein altes Buch in der Hand, aus dem er zitieren wird. Ein seltener Schatz aus Kindertagen, den man eigentlich vorwiegend Mädchen zuschreibt. Jeder Junge in meiner Klasse hatte ein Poesiealbum. Mit 8 habe ich Oma gefragt, ob sie mir was hineinschreibt. Sie schrieb: Wenn du eine Stradivari nicht spielst, bleibt sie nur ein Stück Holz, so ist das auch mit dem Leben. Wenn du nicht zu leben verstehst, wird es nicht mehr sein als nutzlos verstreichende Zeit. Dein Leben ist eine Stradivari, geschenkt und gebaut von Gott. Freu dich daran, in Liebe, deine Oma. Ich habe kein Wort verstanden. Mama klärte mich auf. Eine Stradivari ist eine Geige. Wir standen vor Weihnachten, offenkundig drohte Oma mir mit einer Geige. Ich war enttäuscht. Sie hatte mein Poesiealbum mit plumper Pädagogik entweiht. Ich habe schon das Klavierüben gehasst. Seither habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Geigen, Weihnachten und alten Frauen. Ich bekam natürlich keine Stradivari, sondern Pullover aus praktischer Synthetik. Aber das Leben ging weiter. Mit 13 baute ich mich energisch vor meiner Mutter auf, stemmte die Fäuste in die Hüften und verkündete: »Mama, ich bin jetzt Anarchist!« Woraufhin sie sagte: »Das kannst du nach dem Essen auch noch machen, Mäuschen. Jetzt deck erst mal den Tisch.« Hatte sie mir überhaupt zugehört? Damit war meine politische Karriere auch schon wieder beendet. Ich deckte brav alle Tische, war fleißig in der Schule und später im Beruf. Alles ging glatt. Mit 18 sagte mir der Fahrprüfer: »Oh, das war doch schon sehr schön und beim nächsten Mal klappt's dann auch.« Da habe ich meine erste teure Lektion im Verlieren erhalten. Später kaufte ich Telekom-Aktien. Mit 25 gestand ich einem Mädel, dass ich sie liebe, woraufhin sie sinngemäß sagte: »Was habe ich dir bloß getan?« 2 Jahre danach hat sie mich geheiratet und 16 Jahre später waren wir geschieden. Der Sohn blieb bei mir. Wenn man meine Frau fragen würde, würde sie verschämt sagen, dass wir 3 Jahre nach der Trennung einander wieder angenähert haben. In Wahrheit sind wir übereinander hergefallen wie die Karnickel. Wir lieben uns und sind uns treu. Trotzdem, zusammen wohnen können wir nicht. Klingt das jetzt komisch? Mein Sohn hat seiner Liebsten ein Metallschloss geschenkt. Mit Edding hat er Alexander und Anne und ein Datum draufgeschrieben. Das Schloss hängte er an ein Brückengeländer. Er hat es stolz seiner Liebsten gezeigt und sie fragte: »Mit Edding? Also wirklich? War dir die Gravur zu teuer?« Aber da war der Schlüssel zum Liebesschloss schon im Fluss versenkt. Er hat die Namen später mit Terpentin entfernt. Ich habe ihn getröstet und gedacht: »Wie schön, dass du mir das anvertraust. Du musst über die Liebe noch viel lernen. Ich meine, mit Edding? Von wem hat der Junge das nur?« Ich tippe mal auf seine Mutter. Wie kam ich da jetzt drauf? Ach ja, die Liebe. Mein Sohn wohnt jetzt wieder bei seiner Mutter. Sie ist eine tolle Frau. Ein bisschen seltsam zwar, aber toll. Es tut weh, ihn nicht als Vater durch das Leben begleiten zu können. Vielleicht erzählt er mir am Grab, dass er sich in ein anderes Mädchen verliebt hat und dieses Mal das Schloss sogar gravieren lässt. Über das Leben kann ich zusammenfassend Folgendes sagen: Die Hölle ist ein Ort in uns selbst, solange wir leben. Der Himmel auch. Zu jeder Wunde gibt es eine Geschichte, zu jeder Narbe ein paar Tränen und zu jeder Träne einen ganzen Ozean.